Ehre und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Video der Wildgänse. Heute im Tier 6 Kreuzer Flint. Am Steuer sitzt Shelly Beeply, als Inspiration Maximilian von Spee. So, warum Maximilian von Spee? Nun ja, es geht in diesem Video um einen Smoke-Build oder Rauch-Build. Der Flint funktioniert wirklich sehr gut bei den britischen Lightcruisern mit Reginald Tyrwhitt als Kapitän und dann dazu eine Kombination der Inspirationen, möglicherweise eben von Spee, der ist eigentlich fast ein Fixpunkt, um die Rauchabklingzeit zu reduzieren. Dann als zweites könnte man nehmen Togo Heihachiro, der auch die Consumable Abklingzeit senkt, oder die Azur Lane Belfast Kapitänin, die das Concealment beim Schießen im Rauch reduziert. Gibt dann einige Optionen, die man hat, oder generell Mikawa, um das Concealment zu verändern. Aber ja, wie gesagt, gibt da einige Optionen. Wir versuchen hier etwas Ähnliches mit der Flint. Leider eben kein Zugriff jetzt auf Tyrwhitt als Kapitän. Aber Shelly Beeply hat da auch ein paar Möglichkeiten. Und auch wenn wir es nicht schaffen, wie in der Fiji beispielsweise oder Edinburgh, dann 6 bis 7 Minuten durchgehend im Rauch zu stehen, wir kommen mit der Flint doch auch auf einiges. Und dazu hat sie aber im Gegensatz zu den Briten den Vorteil, dass sie auch HE hat, was natürlich durchaus praktisch ist in vielen Fällen. Schauen uns hier aber an, geben uns wie auch sonst mit den britischen Lightcruisern in eine sehr offensive, aggressive Position, um dann eben unseren Rauch zu zünden. Der läuft da jetzt 2 Minuten. Flint hat nämlich eben den typischen amerikanischen Rauch und der ist natürlich super. Sehen hier schon, haben einige Breitseiten und nutzen das natürlich mehr oder weniger aus, beziehungsweise ja, die New Orleans hier etwas angewinkelt, deshalb haben wir dann wieder auf HE gewechselt, aber generell steht sie in einer für uns guten Position, wenn wir nicht gerade vorbeischießen, aber das ist okay. In der Zwischenzeit unsere Kameraden im Spiel übrigens natürlich Freigeist in der Z35 und Kustos in der Colorado. Freigeist holt sich hier schon das erste Cap, beziehungsweise versucht es. Und wir sehen, oh, es versucht jemand auf uns zu schießen. Jemand, der tatsächlich in Rauch ziehen kann. Also jemand, der nicht zu unterschätzen ist. Auch sehr angenehm bei diesem Rauchbild das Twist and Track, das Shelly Beeply uns bietet. Wie eben auch beispielsweise Tyrwhitt das kann. Also man hat hier schon einige Parallelen. Wie gesagt, wir sind nicht ganz so ideal, was den Rauch angeht, wie bei den Briten. Aber man hat Optionen und es ist mit Sicherheit zu überlegen, ob man das eben so spielt. Ansonsten die Flint, auch ein sehr gutes Schiff, kann man sehr variabel einsetzen. Sehr gutes HE beispielsweise. Aber eben etwas Besonderes an ihr ist, wie gesagt, dieser Rauch und ich denke mir, man kann auch Schiffe mal anders spielen und dann wirklich darauf hinbauen und specken, damit man das eben bestmöglich nutzt. Ihr charakteristisches Merkmal, sie ist derzeit der einzige amerikanische Kreuzer mit Rauch und den soll sie vollends genießen. Sehen in der Zwischenzeit auf Alpha eben, kommt uns ein Schlachtschiff entgegen, beziehungsweise fährt uns jetzt hinterher, aber da wird sich mit Sicherheit Freigeist darum kümmern. Wir bewegen uns also etwas weg, um möglichst nicht erkannt zu werden. Und da ist jetzt eben ein großer Unterschied zu den Briten. Wir haben hier wirklich eine sehr lange Abklingzeit zwischen den einzelnen Nebel-Einsätzen. Diese Zeit müssen wir eben einfach überbrücken, indem wir hinter einer Insel sind, klassisch amerikanisch, wie es die Atlanta macht, wie es die Helena macht, wie es die Cleveland macht, etc. und lassen uns nicht blicken.
Und hier leider die Veneto mit einem Close Quarter Skill, sehr gutes Semi-AP, diese italienischen Schlachtschiffe. Und ja, eliminiert hier unseren einzigen Zerstörer, ist natürlich schade, aber noch nichts verloren. Mittlerweile nur noch eine Minute Abklingzeit, also bald können wir ihn wieder nutzen, versuchen aber eben, wie gesagt, in der Zwischenzeit jetzt unentdeckt zu bleiben und gut diese beiden Kreuzer, die da kommen, unter Beschuss zu nehmen, beziehungsweise auch natürlich ganz wichtig, das Cap verteidigen und nicht den Gegner bekommen lassen, einfach damit er ja keine Punkte bekommt. Punktetechnisch nämlich zwei Schiffe mehr zerstört beim Gegner, aber ganz speziell das Cap seit Anfang an, jetzt sogar drei Schiffe, das heißt, punktetechnisch sind wir auf einem herausragenden Weg und solange die York Alpha versucht zu cappen, bekommen sie keine Punkte. Wenn sie es geschafft hat zu cappen, dann erst zählen die Punkte nach oben und das möchten wir eben verhindern, so lange wie möglich, einfach um diesen Punktevorsprung so lange und so groß werden zu lassen, wie es nur irgendwie geht. Wir sehen, hier kommt die Bismarck mittlerweile wieder in die Reichweite und die York gibt uns hier Breitseite. Wir hauen natürlich eine AP-Salve raus und hoffen aufs Beste. 8 Penetrationen, leider keine Zitadelle, aber trotzdem eine sehr gute Salve, die der York sicher zu denken gibt. Und ja, hauen unseren Rauch rein, hauen unser Sonar rein, da wir nicht in Torpedos fahren möchten und eliminieren die York. Jetzt zum Beispiel wären wir im Vorteil gewesen im amerikanischen Kreuzer Flint im Gegensatz zu beispielsweise jetzt Fiji, als die York da auf uns zugekommen ist. Da bekommt man eben mit der Fiji beispielsweise schon oft Probleme, also wenn der Winkel wirklich gar nicht gegeben ist und man rein den Bug sieht, dann wird es schwierig nur mit AP. Hier eben ein Vorteil und eine Daseinsberechtigung sozusagen der Flint, einfach weil sie HE hat und auch dann noch immer effektiv sein kann und noch immer Schaden austeilen kann. Mittlerweile gehört Charlie auch uns, sind da noch zwei Schlachtschiffe im Spiel, die stehen aber irgendwo, wo sie absolut keine Gefahr für uns darstellen. Und wir versuchen jetzt natürlich, ja, Alpha zu holen. Ist zwar, kann ganz schlecht ausgehen, bis wir in Alpha sind, ist wahrscheinlich das Schlachtschiff auch nicht mehr weit, aber es gibt da noch diese Insel dazwischen und ja, im Idealfall können wir den Rauch zünden, bevor die Bismarck uns sieht, beziehungsweise bevor sie uns komplett pusht. Aber eben, das schauen wir uns dann an. Sehen hier schon, unsere Schiffe aus dem Süden schießen auch schon auf die Bismarck, teilweise erfolgreich, teilweise bleiben die Schüsse leider im Gebirge hängen, aber das ist kein Problem und wir sind somit im Cap, müssen jetzt nur 2 Minuten überleben, um eine Minute, um das Cap zu holen und dann noch eine Minute, um den Rauch wieder zu bekommen und dann sind wir schon wieder voll on top, haben jetzt bisher 29.000 Schaden gemacht bei 95 Zieltreffern. Das ist jetzt kein sonderlich guter Wert, vor allem weil wir wissen, dass ein Torpedotreffer dabei war. Das ist eben etwas ein Problem der Flint. Dieses kleine Kaliber macht leider nur wenig Schaden, beziehungsweise bounced auch viel oder shattert viel. Aber eben, wir können in der Regel das mehr oder weniger einfach über die Masse machen, indem wir schießen, so wie man es eben auch von der Cleveland kennt, von der Atlanta kennt, auch von ja, der Otschakow beispielsweise. Und da ist das natürlich ganz, ganz gut dann auch, da wir einfach permanent schießen und bis zum Ende am Leben bleiben, können wir da eben trotzdem viel Schaden machen. Und jetzt 5 Punkte hat der Gegner noch, 2 Schiffe übrig, ist der Moment, wo wir uns denken, okay, wir versuchen einen Suicide Rush. Generell bin ich in Kreuzern kein Freund von Suicide Rushs, aber ja,
bei dem Stand darf man etwas probieren. Unsere Kollegen haben wirklich auch sehr gut gespielt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die das locker heimspielen werden, auch wenn es uns jetzt erwischt. Und schießen die Torpedosalve leider nur ein Torpedowerfer je Seite. Es ist natürlich dann jetzt nicht viel, was da so passiert. Und wir sehen, okay, es reicht nicht einmal für den Kill, aber den holt sich unser Kamerad jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert auch einen Rauchbild aus für die Flint. Es funktioniert wirklich sehr gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und derre.